Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin und zum Normalpreis von 249 Euro konnte man an der 9. Hamburger Mark Banco Anlegertagung unter dem Motto auf Suche nach dem besseren Geld teilnehmen. Einige Vorträge davon habe ich hier für dich aufbereitet und bitte behalte im Hinterkopf, dass uns hier keine GEZ-Milliarden oder sonstigen zur Verfügung stehen, also speziell bei Bild, Ton und Special Effects wird dir das vielleicht auffallen. Dafür ist es inhaltlich umso anspruchsvoller. Der nächste Vortrag wird dann veröffentlicht, wenn dieses Video hier mindestens 1000 Aufrufe hat. Also bitte gerne teilen, wenn es dir gefällt und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, kurz zu meiner Person. Ich beschäftige mich seit Mai 2011 mit diesem Thema und ich war anfangs auch sehr skeptisch. Da geht es mir wie dir, Steffen. Hat ein bisschen gedauert, da muss ich schon mal so ein bisschen reinfummeln, um das zu verstehen, ist schon klar. Ich habe dann 2012 angefangen, mit meiner Firma Bitfilm, die schon vorher so hieß, Filme zu produzieren für Kryptounternehmen. Das erste für Bitcoin.de, dann für viele andere. Ich glaube, jetzt haben wir diverse Serien gemacht für Dash und vermutlich so die Firma, die am meisten Filme über das Thema produziert hat. Wir verdienen damit natürlich auch Krypto, das ist ganz praktisch. Ja. Wenn dann eben in Bitcoin oder Dash oder Steam bezahlt, dann muss das Zeug gar nicht kaufen, das ist sehr angenehm. Ich habe dann auch zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Das erste 2015 Bitcoin Geld ohne Staat, Einführung in digitale Währung aus Sicht der, ich sage immer Wiener Schule, weil das kürzer ist, Austrian Economics. Auf Englisch heißt es dann Beginner's Guide to Bitcoin and Austrian Economics. Und das lief schon ganz gut, obwohl damals habe ich alle gedacht, Bitcoin, das war von gestern, weil 2015, vielleicht erinnern sich einige, da war Bitcoin eigentlich ein ziemlich Tiefpunkt. Da war es ungefähr ein Jahr lang nur gefallen und die Medien haben es eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Hat sich ein bisschen geändert seitdem. Also mein letztes Buch ist hier. Das ist letztes Jahr im Herbst erschienen und gerade sozusagen in den Hype rein. Das hat sich natürlich auch deutlich besser verkauft, klar. Auch ganz schöne Reaktionen darauf. Ja, und jetzt fragen mich natürlich mal alle Leute, was soll ich da jetzt rein investieren oder nicht? Was gefiel zu mir? Also muss ich nicht, ich spreche solche Empfehlungen gar nicht aus. Das würde ich mir gar nicht anmaßen. Zumal ich selber ja das Zeug wirklich so gut wie nie kaufe, ganz selten mal. Ja. Ich habe jetzt ein paar Teile meiner Einnahmen aus dem Buch, habe ich jetzt tatsächlich mal, da habe ich wirklich mal Bitcoin. Ansonsten verkaufe ich das Zeug immer eher, weil ich muss ja auch was von uns nehmen, weil ich verdiene ja nur das. Außer mein Buch ist meine einzige Einnahmequelle noch für dieses komische, wie heißt das, dieses Scamcoin von Draghi, das Euro, genau. Ansonsten verdiene ich natürlich so richtiges hartes Geld. Ja? Insofern bin ich jetzt wirklich gar nicht der Experte für die Diskussion. Insofern nehme ich das gleich vorweg. Ich werde Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich werde Ihnen aber hoffentlich ein paar Einsichten geben, dass Sie sich dann selber die Frage beantworten können, ob Sie darin investieren wollen oder nicht, weil das ist Ihre eigene Entscheidung. Ja, wie gesagt, ich war im Juni 2015, war ich das erste Mal hier, ich war schon vor auf der Konferenz, aber ich war das erste Mal als Sprecher da, war der Bitcoin-Kurs ungefähr bei 200 Euro. Das sieht man jetzt auf dem Chart gar nicht mehr, weil dann wäre es zu klein geworden. Also hier, der war 2000 im Januar 2017. Da haben wir uns alle sehen gefreut, wow, endlich mal wieder über 1000 Dollar. Hurra! Ja, nach langer, langer Talfahrt endlich mal wieder über 1000 Dollar. Ja, 1000 Dollar, wo wir uns damals gefreut haben, dass wir da sind wir hochgegangen im Jahr 2017 bis auf knapp 20.000 Dollar. Dann wieder, hat sich dann wieder ein bisschen korrigiert, weil das war vielleicht ein bisschen überhitzt. Die Medien schreiben natürlich immer gleich, Bitcoin crasht, Bitcoin auf die Hälfte gefallen, nur noch, wo sind wir jetzt, bei 7.500 Dollar. Finde ich jetzt im Vergleich zu 1000 Dollar vor anderthalb Jahren oder 200 Dollar vor drei Jahren jetzt nicht so schlecht. Ja? Aber okay, man muss sich natürlich dann gewöhnen. Wir haben da immer diese Wellenbewegung, diese Auf- und Abbewegung, ziemlich extreme Spitzen und auch mal dann Abstürze. Ja? Das ist natürlich typisch sicherlich auch für so ein neues Phänomen. Da ist die Volatilität natürlich noch viel höher als bei alteingesessenen Wertanlagen wie Gold. Das gehört einfach zur Natur der Sache. Jetzt denkt natürlich einer, eine Blase, die ist geplatzt und ist das nicht wie die Tulpenzwiebel? Nein, es ist nicht so. Denn wir haben es eben nicht mit Tulpenzwiebeln zu tun, die irgendwie vergammeln, sondern es ist ja wirklich eine total disruptive Innovation. Eine komplett neue Technologie,
sehr verändern wird. Und diese Zyklen, die wir da sehen, die haben sich, seit ich dabei bin, seit Mai 2011 mindestens viermal schon abgespielt, in ganz ähnlicher Form. Also gehen wir mal zurück, 2013, 14, da war das so, da fehlt sogar ein Stück. Also war es so am Jahresanfang 2013, kann ich mich gut erinnern, da habe ich so ein libertäres Magazin Blink rausgebracht, das haben wir für Bitcoin verkauft und der Preis war dann irgendwie 1 Euro und das waren dann irgendwie 0,2 Bitcoin oder irgendwas. Also da stand der Kurs bei, glaube ich, 13 Dollar, ist dann explodiert auf über, ich glaube, bis 200. Das war diese Zypern-Krise, dann ist er runtergecrashed auf 50 und dann ist er zum Jahresende, also zeitgleich mit der ersten argentinischen Bitcoin-Konferenz, lustigerweise, auf über 1000 Dollar gestiegen. Und da haben alle gedacht, oh, Blase, da gab es natürlich einen Riesenhype. Da haben alle Medien dann erstmal auch die Mainstream-Medien drüber berichtet. Und danach ging es dann fast 2 Jahre, glaube ich, immer nur runter von diesem Peak. Und da haben natürlich viele gedacht, Blase, Tulpenzwiebel und das war das Ende. Ich glaube, Bitcoin ist mittlerweile 200 Mal oder sowas totgeschrieben worden. Es gibt eine Website, die das extra sammelt. Bitcoin Obituaries, wie oft Bitcoin schon für tot erklärt wurde. Dann sind jetzt diese Tal und diese auch gar nicht so extrem. Die war zum Beispiel jetzt viel extremer, als die letzten, die wir erlebt haben. Ich erinnere mich 2011, als ich das erste Mal von Bitcoin gelesen habe. Ich glaube, es war im Handelsblatt. Ich war natürlich schon ein bisschen neugierig, weil ich hatte ja auch vorher schon was von Murray Rothbard und natürlich von Mises und Hayek gelesen. Insofern war ich sicherlich offener für dieses Thema als viele andere, aber eben auch skeptisch. Ich dachte, naja, das muss auch durch Gold gedeckt sein. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich begriffen habe, es muss gar nicht durch Gold gedeckt sein. Gold ist ja auch durch nichts gedeckt. Gold hat bestimmte Qualitäten, die es zu gutem Geld machen. Und interessanterweise, obwohl Bitcoin ganz anders aussieht und ganz anders wirkt, hat es eben genau die gleichen Qualitäten wie Gold. Es ist knapp, es ist teilbar, es ist, wie sagt man, fungibel. Jedes Bitcoin ist genau das andere, austauschbar. Mit Unterschied zu Gold kann man es halt in Geschwindigkeit eine E-Mail um die Welt schicken. Das ist der große Vorteil für das Digitalzeitalter. Und der einzige Nachteil, würde ich sagen, gegenüber Gold ist, jeder weiß seit 5000 Jahren, dass Gold Geld ist. Wenn jetzt irgendein Marsmensch käme oder warum immer Alien auf die Erde, würde sich vielleicht wundern, warum wir noch dieses Material so toll finden. Ist ja irgendwie eher unpraktisch. Aber wir wissen alle, Gold ist was wert. Wenn man jetzt eine Goldmünze ausgraben wird, dann wird jeder sagen, ja klar, akzeptiere ich natürlich. Ja. Bitcoin ist halt noch jung. Bitcoin hat natürlich nicht diesen Wert. Und natürlich, theoretisch, wenn das Internet nicht mehr existieren würde, dann würde auch Bitcoin nicht mehr existieren. Das stimmt. Also das ist natürlich ein gewisses Risiko. Wenn es überall auf der Welt das Internet abgeschaltet würde, dann wäre ihr Kryptogeld wertlos. Aber mal ganz realistisch, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit aus purem Gold auf die Erde crasht, ist wahrscheinlich höher, als die, dass wir das Internet im Namen werden, weil wo sollen wir denn sonst die ganzen Katzenbilder hochladen? Und das, die Welt ohne Internet ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Insofern halte ich das, es gibt ja immer so als großes Risiko. Und ja, klar, insofern würde ich auch immer empfehlen, auch immer noch ein bisschen Gold und Silber. Und also wäre es auch jetzt nicht, ihr ganzes Vermögen in Bitcoin zu stecken. Das war die Wahrscheinlichkeit, dass das Internet nicht mehr existiert. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann haben wir gerne viele Probleme. Genau, als ich dazu kam, ist der Kurs, dass ich von einem Dollar innerhalb von einem Monat auf 30 Dollar hochgeschossen. Das war ziemlich radikal. Und dann ist er über ein halbes Jahr oder sowas auch wieder 2 Dollar runter. Ich kenne dann Leute, ich hab damals nicht investiert. Ich war ja skeptisch. Ja. Ich dachte, na, das wird bestimmt nichts, das ist ja nur eine Blase, da kaufe ich mal nicht. Ich kenne tatsächlich jemanden, den Chef von Bitcoin.de, in Oliver, der hat tatsächlich das nächste Jahr nur noch das Risiko, und ich nutzen will, der hat wirklich im Dezember 2011 für gutes Geld damals einen Bitcoin zum absoluten Tiefstpreis gekauft. Und ich dachte schon, Mensch, Olli, wow, du bist ja bestimmt reich und gut gemacht und so. Der hat die dann, als sie dann auf den vierfachen Gewinn gestiegen sind, hat er sie verkauft, hatte, wow, da hat er jetzt aber echt mal einen guten Deal gemacht, ja, bei 8 Dollar oder sowas. Also bei Bitcoin sind so die Dinge, an die man sich so gewöhnt hat, ne, da greift so das menschliche Vorstellung nicht mehr so wichtig. So exponentielles Wachstum ist für uns Menschen unheimlich schwer nachzuvollziehen. Das ist tatsächlich so. Insofern, es gibt natürlich keine Garantie,
dass sich dieses Muster immer wiederholen wird. Ja? Man könnte jetzt denken, okay, das ist immer so, das dümpelt so eine Zeit für sich hin, manchmal monatelang und nicht viel passiert. Dass ich schieße so, in der kürzester Zeit, Wachstum 30-fach, 10-fach, dann knallt es wieder runter. Aber die gute Nachricht ist, da wo es dann landet, ist man auch deutlich höher, als da wo es vor dem Hype war. Also wenn man langfristig denkt, wie Bitcoiner sagen jetzt zu, wenn man verbuddelt, ja, das war ein Schreibfehler in einem Forum und irgendwann der betont hat, hodl mein Bitcoin, und dann ist es so Meme geworden. Jetzt gibt es T-Shirt mit I hodl und so. Also falls ihr diesen Begriff irgendwie gehört, hodl, das ist einfach nur hold. Aber es ist so ein bisschen so eine Geisteshaltung. Ich bleib dabei, ob der Kurs rauf geht oder runter geht, ist mir egal, ich bleib dabei. Ich bin fest überzeugt, wir haben gestern die letzte Frage unseres Panels, war so wie der Tipp von einem Insider, wo steht der Bitcoin Ende dieses Jahres? Also innerhalb von einem halben Jahr. Die Tipps lagen so, ich glaube, der konservativste war bei $13.000 und der höchste war bei $60.000. Also das sind so die Erwartungen, das muss nicht stimmen, aber so die Leute sind da relativ optimistisch. Und gerade die Leute, die lange dabei sind, die haben das eben alles schon noch ein paar Mal miterlebt. Natürlich, wenn man dann irgendwie zum Beispiel hier im Dezember oder November 2013 eingestiegen ist bei über $1.000, dafür teures Geld bezahlt hat und dann erlebt man ein Jahr lang oder länger das Geld bei mir hier, das ist natürlich nicht so schön. Eine Freundin von mir, die hat es auch, die war irgendwie zu diesem Zeitpunkt investiert und die hat aber durchgehalten und heutzutage immer so, Mensch, bei $1.000, was für ein Schnäppchen, hätte ich doch damals zugeschlagen. Ein Jahr lang war sie auch normal und jetzt ist es nicht so, alle Leute, die auf diesen Hype jetzt eingestiegen sind, so Dezember ungefähr, dann bei $20.000 Bitcoin gekauft haben, die grinsen jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber mal sehen, wie das dann ist. Also 20.000, das war ja ein Schnäppchenpreis, super. Wie gesagt, es gibt keine Garantie. Natürlich, Bitcoin hat eben auch Macken. Bitcoin hat wirklich einen Schritt. Und das ist nun mal auch, das ist halt die Mutter aller Kryptocoins. Das ist die erste, ist da wirklich, sind ja wirklich einige durchaus auch bahnbrechende Erfindungen. Und es ist eben auch nicht unbedingt perfekt. Ich glaube, die spannendste Frage, die auch sehr viel diskutiert wurde in der Bitcoin-Szene, diese sogenannte Skalierungsdebatte, wie soll Bitcoin skalieren? Einige nennen es auch die Bitcoin-Bürgerkriege, ja, aber da wird ziemlich heftig gestritten. Und das hat jetzt letztendlich auch tatsächlich dazu geführt, dass sich die Bitcoin-Blockchain geteilt hat in einem sogenannten Hard Fork, eigentlich sogar mehrere. Also auf jeden Fall gibt es jetzt Bitcoin, das klassische Bitcoin, und es gibt Bitcoin Cash, geht gleich nicht so auf den Unterschied. Es gibt auch noch Bitcoin Gold und Bitcoin Silber und Bitcoin Visa. Also es gibt da jetzt, niemand besitzt diese Marke Bitcoin, ja. Es gibt da keine Firma, die dagegen klagen kann, dass jetzt noch jemand anderes auch Bitcoin sich nennt. Das ist halt dezentral, also es ist so ein bisschen unübersichtlich. Das kann ich gut verstehen, das ist so. Aber gehen wir mal auf diese Debatte, worum geht es dabei? Also Bitcoin erstickt so ein bisschen an seinem eigenen Erfolg. Oder ist rote zu ersticken am eigenen Erfolg? Es hat immer jedes Jahr soziale Transaktionen gestiegen. Nicht so schnell, wie wir Bitcoin das vielleicht gewünscht hätten. Es ist ja immer noch nicht so, dass man jetzt überall auf der Welt mit Bitcoin zahlen könnte. Also die Entwicklung dauert halt schon mal ein bisschen länger, als man sich das wünscht. Aber dennoch, wenn sich jedes Jahr die Zahl der Überweisung der Transaktionen verdoppelt, dann kann es eben schon sein, dass so ein dezentrales Computernetz an seine Grenzen stößt. Und bei Bitcoin ist eben die Grenze die Größe dieser sogenannten Blöcke. Ich werde jetzt hier nicht so auf die Einzelheiten der Technik eingehen, das steht in meinem Buch und das habe ich auch vor 3 Jahren schon mal gemacht, aber es gibt ja die sogenannte Blockchain. Also alle Überweisungen, die überall auf der Welt gemacht werden, die werden ja in dieser Blockchain dezentral gespeichert, in Form von so einem Blöcken. Und das sind ja nichts anderes als einfach Datenpakete. Und Satoshi Nakamoto, der sagenumwobene, unbekannte Erfinder von Bitcoin, hat diese Größe dieser Blöcke relativ willkürlich auf 1 Megabyte festgelegt. Und das bedeutet jetzt rein rechnerisch, dass zurzeit eben nicht viel mehr als 5 Transaktionen die Sekunde oder 7, weiß ich so, ist relativ niedrig, wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit Mastercard und Visa, die jetzt theoretisch bis zu, also 10.000, 20.000 Transaktionen die Sekunde ermöglichen. Bisher war das kein Problem. Bisher gab es jetzt nicht so viele Transaktionen, dass es an die Grenzen gestoßen wäre, aber wir hatten tatsächlich im letzten Jahr, im Dezember, so eine kritische Phase. Da waren die Blöcke dann schon fast voll und dann wurden plötzlich die Gebühren höher. Und der eigentliche Vorteil von Bitcoin, dass man für ganz wenig Geld, ganz wenige Gebühren, geringe Gebühren Geld in die Welt schicken kann, das war plötzlich
überhaupt nicht mehr eingelöst, sondern da hat dann plötzlich eine Transaktion 20 Dollar gekostet oder 30. Das war schon unangenehm, aber Bitcoin im Grunde nicht mehr nützlich. Also schon wirklich eine kritische Situation, das hat sich jetzt wieder ein bisschen abgemildert, da sind technische Innovationen dazu gekommen, also die Gebühren sind jetzt nicht mehr so hoch. Die sind jedenfalls nicht hoch, wenn man jetzt 1000 Dollar in die USA überweist, dann sind jetzt vielleicht 20 immer noch billiger als die Banktransfers, trotzdem zu teuer. Und wenn es jetzt 90 Cent sind oder was jetzt, was die Gebühr jetzt im Durchschnitt ist, geht es noch. Wenn ich mir einen Kaffee kaufen will, ist natürlich Quatsch. Ja, ich kaufe mir ja keinen Kaffee für 2,50 Euro, habe ich 90 Cent Überweisungsgebühr. Insofern, wenn wir wollen, dass Bitcoin sich wirklich im Alltag durchsetzt und nicht nur so als reines Spekulationsobjekt benutzt wird, wie es jetzt zurzeit der Fall ist, dann muss sich da was ändern. Und nun gibt es da zwei Fraktionen so im Wesentlichen. Die einen sagen, ja, machen wir doch mal die Blöcke größer. Ein Megabyte ist auch ein bisschen klein, machen wir doch einfach 4 oder 8 oder 16, was auch immer. Da sagen dann die Kritiker, ja, aber dann wird die Blockchain so groß. Und die Blockchain, das muss man ja auch verstehen, die ist ja dezentral auf vielen, vielen tausend Computern gespeichert und jeder dieser Computer muss sich immer die komplett neue Blockchain oder jedenfalls das, was neu dazu kommt, immer wieder neu runterladen. Also, und wenn dann die Blöcke so groß werden, die Blockchain, dann gibt es da bestimmte Grenzen. Ja, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, das ist mir jetzt aufwendig, meine Datenleitung ist schnell, nicht schnell genug, die steigen dann aus. Und die Idee ist ja, dass dieses Netzwerk wirklich dezentral ist, dass sich da jeder daran beteiligen kann, dass es nicht nur irgendwie fünf reiche Leute unter sich haben, sondern dass es möglichst breit ist. Das ist ja das Ideal. Das ist nicht unbedingt angegeben, wenn die Blöcke so groß werden. Deswegen sagt eine andere Partei, nee, lass die Blöcke mal ruhig klein, aber dieses Thema, dass jetzt sämtliche Transaktionen immer an alle Leute geschickt werden, selbst wenn es im Café ist, ja? Das muss ja nicht nur die ganze Welt wissen. Wichtig ist ja nur, dass die Blockchain sicher ist. Ja? Die Grundidee der Blockchain ist ja die, dass die Information, die da gespeichert ist, erstens öffentlich zugänglich ist, also jeder kann es sehen, und zweitens eben nicht im Nachhinein veränderbar ist. Also genau dieses, dass man niemandem vertrauen muss. Ja? Wenn ich jetzt Steffen Geld schicke und es ist dann in der Blockchain gespeichert, dann kann ich ja innerlich sagen, ach nee, doch nicht, ich habe es anders überlegt, ändern wir mal. Und dann rufe ich irgendwie meine Bank an und sage, nee, das machen wir heute nicht, das geht nicht. Das ist wirklich, die Idee ist ja, dass die Blockchain genau das abbildet in der digitalen Welt, was die Übergabe einer Banknote an Steffen im realen Leben ist. Ja, also ich gebe dir die Banknote und dann hast du sie und dann kann ich sie dir auch nicht wieder zurückgeben, sei denn die Einigung ist darauf. Ja? Und das ist die Grundidee bei der Blockchain, dass sie halt nicht veränderbar ist. Das bedeutet auch, dass sie relativ ineffizient ist. Also die Blockchain ist langsam und schwerfällig und um etwas da reinzuschreiben, ist ein sehr hoher Rechenaufwand notwendig. Und das ist auch richtig so, das ist ja das, der Sinn dafür. Das sichert die Blockchain, das macht sie so sicher, dass es quasi unmöglich, eine Bitcoin-Transaktion zu fälschen. Der Rechenaufwand, den man betreiben müsste, der wäre so absurd hoch, dass es viel klüger ist, wenn man schon diese Rechenleistung hätte, wenn man es jetzt schon hat, nach den Regeln zu spielen und so zu spielen, also so zu meinen, wie es das Netzwerk vorgibt. Das ist auch die Grundidee bei Bitcoin, dass da jetzt gar kein ethisches Verhalten jetzt vorausgesetzt wird, sondern jeder verhält sich total eigennützig, versucht, wie viel kriege ich für mich dabei raus. Und dieses eigennützige Verhalten führt dazu, dass es gemeinnützig ist, also die unsichtbare Hand quasi. Ja, das ist bei Bitcoin wirklich hundertprozentig durchgezogen, es ist rein kapitalistisch, nur marktwirtschaftlich, und wenn man sich da korrekt verhält, also so, wie es für einen selber am besten ist, dann ist es eben auch so, dass es für alle am besten ist. Das ist interessant an Bitcoin. Folgendes führt aber dazu, durch die Natur der Blockchain, dass alle, kannst du immer an alle geschickt werden und diese Rechenprozesse zwischen, ist ja relativ schwerfällig und auch teuer. Deswegen gibt es jetzt diese Idee, da eine zweite Ebene drüber zu setzen. Damit sozusagen die Blockchain für das Settlement schon bleibt, nach wie vor, dass man aber gerade jetzt so kleinere Transaktionen, Alltagstransaktionen, immer einen Kaffee kaufen, mal schnell was machen, dass die eben nicht sofort in jedem Moment in die Blockchain schreibt, sondern dass man es bündelt und zusammenfasst. Und das ist deswegen diese Idee dieser zweiten, die dann wirklich für das reine Payment gedacht ist. Das halte ich für eine sehr kluge Idee. Der wohl am weitesten fortgeschrittene Einsatz dabei ist das sogenannte Lightning Network. Auch eigentlich schon mal gehört. Wie der Name schon sagt, schnell wieder Blitz. Ja, also da geht dann eine Transaktion plötzlich, dauert nicht 10 Minuten oder eine Stunde oder so, bis sie geschehen, sondern fast sofort. Und ein Bruchteil des Kostens, was daran liegt, dass jetzt eben nicht jede einzelne Transaktion durch diesen Mining-Prozess durchläuft, in die Blockchain, sondern man fasst dann, was sich
100.000 Transaktionen zusammen. Die Woche wird es dann da gespeichert, so ungefähr, das Ganze so vereinfacht. Und die Kosten und der Aufwand, der dann anfällt, ist dann nicht für die eine Transaktion, sondern für eigentlich den Gegenwert von 100.000 Transaktionen. Da kann man sich ja ausrechnen, dass es insgesamt sehr viel billiger und effizienter wird. Also diese ganzen Horrorrechnungen, die jetzt dann auch manchmal durch die Medien geistern, dass Bitcoin ja so wahnsinnig viel Strom verschwendet und sowas, das in dem Moment wird das dann einfach auch hinfällig. Weil im Moment ist nicht die niedrige Zahl der Transaktionen, ist dann pro Transaktion ist der Energieaufwand schon in der Tat nicht gering. In dem Moment, wo sich das dann vor 100.000 facht, ist es eigentlich keine Rolle mehr. Jetzt ist es ja schon so, also der Aufwand, den Banken, der Betrieb von Banken am Leben zu halten, ja, dass es da diese Gebäude gibt und Leute, die da hinfahren und Rechenzentren, ist, würde ich mal sagen, ein Vielfaches höher an Energieverschwendung als das Bitcoin-Netzwerk, denn das Bitcoin-Netzwerk ersetzt ja diesen ganzen Apparat. Ja? Man kann sie nicht irgendwie in den Verbindung setzen mit dem, was der Rechenaufwand, der Stromverbrauch von Bitcoin, den muss man ja im Vergleich setzen mit dem, was es ersetzt. Wenn man das gesamte Bankensystem und alles, was dazugehört, ja, all die Mitarbeiter, die in ihrem Auto dahin fahren, das würde ich mal sagen, die Ökobilanz, oder wie man das nennt, der CO2-Fußabdruck. Naja, der Energieverbrauch ist natürlich schon nicht, also, und da muss man auch bedenken, dass das Mining heutzutage im Großteil da stattfindet, wo irgendwie billig ist. Das heißt, es ist in der Regel Wasserkraft, ja, oder also es ganz viel passiert in Island oder jetzt auch in Österreich mit Wasser aus den Bergen. Also, der Bitcoin, also rein durch den Markt, gehen die Bitcoin-Miner dann, wo der Strom billig ist. Das heißt dann automatisch, wo der Strom grün ist. Da muss man gar kein Gesetz machen oder Leute irgendwie bestrafen, sondern das machen die automatisch aus Eigennutz. Das ist ja das Schöne. Also, ich mache mir da um diese Energiethematik also nicht so viel Sorgen. Es wird ja gerne mal als Gegenargument genommen, das halte ich aber für irrelevant. Gut, das Lightning-Netzwerk ist natürlich noch nicht wirklich da. Also, es gibt schon jetzt eine Art Alpha-Version. Läuft noch, gibt schon ein paar tausend Knotenpunkte. Und es ist aber tatsächlich so, wurde auch auf der Konferenz jetzt natürlich sehr heftig diskutiert, Pro und Contra, aber ich habe auch das Gefühl, die Pro-Lightning-Network, die Pro-Zweite-Ebene-Fraktion ist doch deutlich im Übergewicht und es wird schon erwartet, dass dieses Lightning-Network, wenn sich das durchsetzt, so einen richtigen Durchbruch wird. Weil im Moment ist natürlich immer noch viel zu wenig verwaltet, umständlich, teuer und so weiter. Ich glaube, es geht auch um zwei Sachen zusammen. Geschwindigkeit, die ist der Preis, das ist aber besser und schneller und natürlich auch die Benutzerfreundlichkeit. Die lässt sich auch noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber vielleicht ändern sich noch einige der Älteren, die umständlich waren, 1993 oder so, sich auch mal ins Internet einzuloggen. Ja, da musste man dein Modem und irgendwelche Stopp-Bits programmieren. Meine Güte, ja, das war super kompliziert und heute ist ja so ja, Plug and Play. Ja. Sind wir schon? Ja, genau. Gut. Es gibt ja nun nicht nur Bitcoin, das ist ja das Schöne. Wir haben es hier wirklich mal mit einem Wettbewerb der Währung zu tun, wie ihn ja schon Hayek sich ausgemalt hat. Damals, 1976, ja, die Staatung des Geldes, klang das ja wirklich wie Science Fiction. Ja? Total Utopie, wie soll das gehen? Wir haben das heute. Das ist heute Realität. Ja? Das ist auch nicht mehr zurückzudrehen. Wir haben einen Wettbewerb der Währung. Bitcoin ist da das erste, der First Mover gewesen. Hatte so einen riesigen Vorteil, kann man schon sagen, obwohl es einige technische Macken hat, wo es gerade im Vergleich des anderen Coins ist, wo man darauf zu sprechen komme. Mittlerweile gibt es, ich glaube, ungefähr 900 Coins, die wirklich eine eigene Blockchain haben, also sozusagen eigene Coins zu betrachten sind. Dann gibt es noch diese vielen anderen Tokens, das sind glaube ich auch schon 700, 800 oder jeden Monat ganz viele neue dazu. Die sind nicht wirklich eigene Coins mit einer eigenen Blockchain, sondern die bauen halt in der Regel auf was anderem hochgepackt drauf. Gehe ich noch nachher ein bisschen drauf ein. Aber so ein paar von den Bitcoin-Konkurrenten wollte ich mal so ganz grob vorstellen. Das sind jetzt bestimmt keine Investitionstipps oder so, also das sind so viele. Also da den Überblick zu halten, das ist, glaube ich, wirklich ein Vollzeitjob. Also auch in meinem Buch habe ich wirklich nur ein paar beschrieben und auch wirklich eher mit der Idee, dass man begreift, welche verschiedenen Typen es gibt, auf was für Kriterien man achten sollte. Also ich glaube, das allererste, das schicke ich vielleicht gleich mal vorweg. Es gibt ja auch diese Coins, die glauben, hey, wir sind der neue Bitcoin und werden nach und wir reichen mal nach und OneCoin zum Beispiel. Zu einigen von diesen Schäden. Ich meine, es hat sich eben rumgesprochen, dass man mit diesem Krypto-Zeug ganz viel Geld verdienen kann. Insofern sind jetzt natürlich auch viele schwarze Schafe dabei. Das ist leider so, das ist wohl die menschliche Natur. Wo viel Geld zu verdienen ist, sind eben auch Kriminelle und die versprechen einem eben das Laufen. Das ist natürlich, da muss man sich schon tatsächlich ein bisschen mit beschäftigen. Also es gibt ein paar relativ simple Kriterien,
wie man erkennen kann, ob es jetzt um einen Scam handelt, also ein Betrugssystem, oder ob es wirklich was Reelles ist. Das Reelle heißt jetzt nicht, dass es wirklich erfolgt wird, sondern es ist jetzt nicht mit der klaren Absicht, Leute zu betrügen. Das erste ist, Bitcoin, alle Kryptowährungen sind prinzipiell immer Open Source. Das heißt, der Code ist offen. Jeder Programmierer kann den Code sich ansehen, kann ihn weiterentwickeln, das ist wirklich so, dass die absolute Grundbasis. Und es gibt eben auch nicht eine Firma, die das alles kontrolliert und der das gehört und mit der man dann einen Vertrag abschließt, sondern es muss so sein, dass dieser Code niemandem gehört oder sprich allen gehört. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie plötzlich so einen Vertrag abschließen müssen mit der Firma in Bulgarien und wenn man dann sagt, ja, können wir mal den Code ansehen, nee, der gehört ja uns, sorry, da müssen wir jetzt den Vertrag abschließen, Finger weg, es muss Open Source sein. Es gibt schon natürlich manchmal auch Unternehmen, die sind oder Stiftungen, die sich in gewisser Weise dann die Aufgabe gesetzt haben, diesen Code weiterzuentwickeln. Die machen das aber niemals exklusiv. Die machen es, um die Programmierer zu bezahlen. Aber in dem Moment, wo man wirklich einen Exklusivvertrag mit einer Firma abschließt und die dann auch noch, wo man auch eine Vorbereitung geben muss, vielleicht dann auch mit so einem Multilevel-Marketing-System, was jetzt nicht irgendwie per se schlecht ist, aber in dem Moment, wo man weiß, hey, ich muss da jetzt erstmal so eine Monatsgebühr bezahlen und mein Nachbar hat mich jetzt davon überzeugt, dass ich dann ganz schnell reich werde, da kann man davon ausgehen, der kriegt dann von mir eine Provision, der E-Informer kriegt eine Provision, ne? Alle, die dann oben an der Spitze sind, verdienen sich dumm und dämlich und irgendwann kippt es ein System um, das ist dann wirklich das Ponzi-System. Also sowas wie das Deutsch-Rentensystem oder so, kennen Sie vielleicht. Bei Bitcoin ist es eben nicht so. Da gibt es halt keine Mitgliedschaften und wie man da einwirkt und so. Irgendwann, wo das der Fall ist, Finger weg. Ja, OneCoin, Bitcoin, also diese ganzen Netzwerke, wo sich dann jemand wirkt und dann werden sie dann Mitglied, wirklich Finger weg. Also wenn man kauft das Zeug direkt, in Börse oder privat, aber diese ganzen Schienen, die es da so gibt, oder auch was es manchmal gegeben hat, was es noch gibt, man steigt dann ein und beteiligt sich an Bitcoin Mining. Und da ist es eigentlich auch schon vorgekommen, dass Mining, ne, das ist die Erzeugung neuer Bitcoins, das ist natürlich auch schon vorgekommen, dass Leute das Geld eingesammelt haben, behauptet haben, sie würden dann davon Rechner kaufen und das ganze Leistung. Und dann am Anfang kriegt man dann auch wirklich noch Erlöse. Man investiert dann plötzlich 10.000 Euro in Mining und freut sich dann, dass man dann plötzlich jeden Tag da irgendwie ein paar Euro kriegt und rechnet das so hoch und denkt so, wow, die habe ich ja ganz in einem Jahr schon heraus, die 10.000 Euro. Und entweder ist die Firma dann plötzlich, gibt es dann nicht mehr, die hat dann vielleicht nur noch die ersten zwei, drei Monate, da hat sie mal das ausgeschüttet aus den Einzahlung der neu hinzugekommenen Mitglieder, also typisch Ponzi-Scheme, typisch Pyramidenspiel, ist eben auch im Bitcoin-Bereich schon oft vorgekommen. Selbst wenn es jetzt nicht so komplett unseriös ist, in diesem Thema Mining, müssen Sie eben auch bedenken, man denkt jetzt, okay, diesen Monat habe ich 1.000 Euro Mining verdient, das super, dann habe ich an 12 Monaten habe ich 12.000. Nee, leider nicht, weil da gehen die Erträge wirklich dramatisch runter. Das hat damit zu tun, dass das Bitcoin-Netzwerk halt exponentiell wächst von seiner Leistungsfähigkeit. Und es ist explizit im Bitcoin-Netzwerk eingebaut, eine Funktion, die dafür sorgt, dass obwohl die Rechenleistung höher wird, die Menge der neu ausgeschütteten Bitcoins immer gleich bleibt. Ungefähr gleich. Da kommt also immer so ein Faktor rein, der dann die Effizienz des Minings deutlich verringert. Und das ist die sogenannte Difficulty. Das ist eigentlich bei allen Kryptocoins so, dass eine Difficulty immer weiter steigt. Und zwar unberechenbar. Man weiß nicht, wie steigen oder fällt. Das heißt, man kann es sich richtig voraussagen. Und wir Menschen sind grundsätzlich auch sehr schwer damit, so exponentielle Entwicklungen und chaotische Entwicklungen vorauszusagen. Wir denken dann, hey, diesen Monat 1.000 verdient, dann werden es noch 12.000 im Jahr, nee, dann werden es vielleicht 2.500. Ich habe aber 10.000 reingesteckt. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit diesem Schema. Also, wenn man unbedingt meinen will, weiß ich, bei Bitcoin ist es eigentlich fast schon nicht mehr ökonomisch, das alleine zu tun. Da ist aber Economy of Scale, wenn ich dann mehr von diesen Maschinen habe, günstigen Strompreis kriege, also das läuft halt in der Regel tatsächlich mittlerweile über größere Unternehmen. Das ist ja auch okay so. Also auch Goldmine ist ja nicht unbedingt so, dass ich jetzt nochmal mit dem Sieb unter dem Arm und der Spitzhacke zum Klondike gehe oder selber meine. Nee, das sind dann schon professionelle Mining-Unternehmen, die halt auch Millionen investieren müssen in Equipment. Also das ist eine Entwicklung, die ist natürlich, das ist jetzt eben zu sagen. Wobei es eben bei den anderen Coins auch durch das Bestrebungen diese Zentralisierung, ja, dass halt plötzlich nur noch Profis meinen können, dem entgegenzuwirken. Ja. Also Litecoin zum Beispiel, das ist eigentlich so einer der ersten Bitcoin
Clones, also tatsächlich einfach hat jemand den Code genommen, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, chinesisch-amerikanisch, Charlie Lee, hat den Code von Bitcoin genommen und hat ein paar Dinge was geändert. Das geht ja, das ist Open Source, jeder kann das machen. Der hat einfach, ich glaube, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, hat die Gesamtmenge der ausgegebenen Bitcoin, der Litecoins dann, also es gibt glaube ich 21 Millionen Bitcoin und dann irgendwie, muss ich jetzt nachgucken, 84.000 Litecoin oder so ähnlich, aber wirklich Kleinigkeiten. Insofern, diese Bitcoin-Clones, gibt es jetzt, dann ist immer so der Slogan, ja, Bitcoin ist wie Gold und Litecoin ist wie Silber, aber so Vergleiche hinken ja meistens, da ist nicht so wirklich viel Innovation, ganz ehrlich. Am Anfang haben sie noch damit geworben, dass ja ihr Algorithmus, also das wie ne, geprüft wird, dass das alles seine Richtigkeit hat, das ist ja bei Bitcoin dieses Proof of Work und bestimmten, also jetzt kommen die Technikbegriffe, ne, SHA 256, das muss man sich ein bisschen sich merken, die haben einen anderen Algorithmus genommen und der soll angeblich resistenter sein, dass es dann spezielle Maschinen gibt, die dann nur das können. Und das ist bei vielen dieser neuen Coins, wir versuchen, die das möglichst dezentral zu halten, aber es gibt natürlich immer diese Bestrebung, es effizienter zu machen und extra dann Maschinen zu bauen, die dann genau darauf schützen. Aber Litecoin ist der Vorteil jetzt nicht mehr gegeben und wie gesagt, da die Innovation jetzt noch nicht so hoch ist, bin ich jetzt kein so begeisterter Fan von Litecoin. Ich will jetzt auch keine Empfehlung dagegen aussprechen, aber nur so, dass Sie wissen, das ist jetzt so ein Coin, der ist eigentlich ganz ähnlich wie Bitcoin und nicht viel anders. Bei Dash ist es schon ein bisschen anders. Dash ist im Prinzip auch eine Kopie von Bitcoin, ursprünglich von dem Code. Aber da sind schon einige Innovationen dazugekommen. Also zum Beispiel gibt es bei Dash, steht ja für Digital Cash, der Fabio kennt sich da noch viel besser aus mit dem Thema, von der Dash Embassy in Deutschland. Bei Dash geht es eigentlich um zwei oder drei Innovationen. Erstens ist es schneller. Gar nicht unbedingt, dass das Geld sich schneller bewegt, aber dass man halt das Geld sozusagen sicher auf seinem Konto hat, da ist die Geschwindigkeit halt bei einer Sekunde, wenn man so Instant Send, die ein bisschen teurer ist, auswählt. Das ist natürlich genau für diesen Zweck gedacht. Wenn ich mir einen Kaffee kaufe, dann will ich ja nicht 10 Minuten oder eine Stunde auf das Netzwerk warten, bis es bestätigt ist. Entweder muss ich das Risiko auf mich nehmen, oder ich habe da jemanden zwischengeschaltet, der das Risiko auf sich nimmt, aber am besten ist natürlich, das ist die Grundidee bei diesen ganzen Kryptocoins, dass man halt niemandem vertraut. Bei Dash wird sozusagen diese Aufgabe an die zweite Ebene, dass man Master Host delegiert. Hier also für diese erhöhte Geschwindigkeitsumstellung und auch für eine gewisse Privatsphäre. Also weil dieses Thema Privatsphäre ist ja extrem wichtig. Ja? Bei Bitcoin ist es ja zum Beispiel so, das ist ja keineswegs anonym, was da geschieht. Ja? Also diese Idee, dass jetzt Kriminelle Bitcoin zur Geldwäsche nehmen würden, oder das ist völliger Quatsch. Das ist wirklich eines der ineffizientesten Mittel, um das zu tun, denn jede einzelne Transaktion ist ja öffentlich einsehbar. Das Einzige, was da sozusagen als Schutz dient, ist, dass jetzt nämlich steht, Aaron hat was an Steffen überwiesen, da steht dann 1YXB43 und diese komischen kryptischen Zahlen, die Sie vielleicht mal gesehen haben, überweist dann 1C24. Ne? Wenn aber jemand weiß, wie sich das verwirkt, oder wenn man so ein bisschen Number-Data-Crunching, das ist Data-Mining betreibt, dann kann man da schon Muster erkennen. Bitcoin ist keineswegs so anonym. Also wenn Sie was Illegales machen wollen, würde ich Ihnen eher Euro oder Dollar empfehlen, Cash. Für den Fall. Müsste man eigentlich verbieten, das ist doch, ne? Was Bitcoin ist da gar nicht so geeignet für solche Dinge. Und es wird natürlich immer dieses Argument, Kriminalität und so, das ist ja auch natürlich eine völlige Verzerrung der Realität. Ja, eigentlich geht es darum, dass man seinen Platz verschützt. Ja? Es geht ja niemandem was an, wie viel ich verdiene oder sie verdienen. Ja? Die Einzigen, die haben Interesse an, sind Räuber. Ja, Räuber wollen natürlich schon wissen, wo lohnt es sich zuzuschlagen, ja, ob sie jetzt privatrechtlich oder staatlich organisiert sind, aber diese Kriminellen haben natürlich Interesse daran, zu wissen, wie viel ich verdiene, wem ich was gebe. Eigentlich geht es immer was an. Also insofern ist der Schutz der Privatsphäre wirklich wichtig, nicht für die Kriminelle, sondern für alle. Es geht eben darum, zum Schutz gegen Kriminelle ist die Privatsphäre wichtig. Und der spielt da schon relativ weit in so einem Verfahren, das heißt Eumixing, da wird dann ein bisschen mehr die Spuren so ein bisschen verschleiert, das ist vielleicht nicht die allersicherste Methode, aber schon deutlich privater als Bitcoin. Was bei Dash auch noch ganz interessant ist, also wie Entscheidungen getroffen werden, weil es ist ja so, es gibt eben keine Firma Bitcoin und auch nicht wirklich eine Firma Dash, die jetzt da die Macht drüber hätte, jetzt wie bei Apple oder Google, wo letztendlich dann der Vorstand entscheidet. Das ist halt ein dezentrales Netzwerk. Und wir haben das jetzt gesehen bei Bitcoin, diese Debatte,
machen jetzt die Blöcke größer oder machen ein neues Verfahren. Völliges Chaos, Leute haben sich zerstritten, also nicht schön, wirklich nicht schön, ineffizient. Es gibt da einfach kein richtig gut geregeltes Verfahren. Das einzige Verfahren, was bei Bitcoin geht, ist, wenn die Miner, wenn die Mehrheit der Miner die neue Software, das neue Software-Update annimmt, dann ist das sozusagen gesetzt. Aber die Miner können ja auch nichts, nicht wichtig ist, dass wir wirken alleine, wenn die anderen Player, die ganzen Exchanges und die Wallet-Betreiber, für die gibt es ja auch keinen sozusagen. Also da müssen sich dann tatsächlich Leute an runde Tische setzen und sprechen. Und da gab es unendlich viele Konferenzen und das New York Agreement, dann hat sich wieder keiner gehalten. Also ziemliches Chaos bei Bitcoin. Und die Dash-Entwickler haben sich das eben angesagt, na, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen dezentral bleiben, aber wir wollen schon schnell und effizient zur Entscheidung kommen. Demokratie ist nicht unbedingt immer das beste Mittel, aber in diesem Fall Mehrheitsentscheidung. Da gibt es wirklich ein Voting-Verfahren. Da wird monatlich abgestimmt und wenn jetzt entschieden wird, sollen die Blöcke größer oder kleiner werden, gibt es halt übers Internet, also kann man abstimmen, ja oder nein, oder ein Megabyte oder zwei oder vier. Was bei Bitcoin Monate oder Jahre gedauert hat, ist, glaube ich, bei Dash also Monate entschieden worden und sowas. Und da ist aber eben nicht, wie in diesen nicht so gut funktionierenden Demokratien, One Man, One Vote, wo eben dann der Hartz-IV-Empfänger das gleiche Stimmrecht hat wie Steffen. Das ist ja gegen Hartz-IV-Empfänger, aber jedenfalls, dass jeder die gleiche Stimme hat, das kann zu Verzerrungen im System führen. Bei Dash ist es halt so eher wie bei einer Aktiengesellschaft. Je mehr Dash ich besitze, je mehr Masternodes ich damit auch betreiben kann, desto mehr Stimme habe ich auch. Das finde ich durchaus gerecht. Denn dann hat man auch mehr zu verlieren und dann überlegt man sich seine Entscheidung schon reiflich. Ja? Wenn die anderen dafür bezahlen, wie ich dann meine Stimme abgebe, da kommt es ihm leicht zu verwerfen. Und bei Dash ist es im Prinzip, dass die Masternodes das Stimmrecht haben. Und wenn ich 10 Masternodes habe, habe ich auch 10 Stimmen. Jeder Masternode kostet 1000 Dash, also muss 1000 Dash dafür nachweisen, dass ich die besitze. Also schon so ein, können wir sagen, ja, die Reichen entscheiden, aber die haben überhaupt was zu verlieren. Die betreiben das System, ich finde, das ist ein vernünftiges System. Und was eben auch sehr clever ist, dass eine bestimmte Menge der neu erzeugten Münzen tatsächlich für bestimmte Projekte reserviert wird. Bei Bitcoin ist ja so, alles, was neu in den Markt kommt, sind ja im Moment zur Zeit alle 10 Minuten ungefähr 12,5 neue Bitcoin, gehen komplett 100% an die Miner. Was im Grunde auch wichtig ist, denn die halten das Netzwerk am Laufen, das verdienen die schon, aber es ist dann eben nichts für andere Zwecke übrig. Und wenn jetzt jemand Programme entwickeln will oder auch Marketing betreiben, dann muss man das anders finanzieren, Sponsoring, was auch immer. Und bei Dash ist halt ganz clever, dass 10% der neu erzeugten Dash-Münzen eben genau für sowas reserviert ist. Und dann kann man jetzt ein Projekt beantragen, zum Beispiel, wir wollen jetzt im Oktober, im November, wollen in Havanna eine Konferenz über Dash für die Kubaner machen. Die soll kostenlos sein, jeder soll hinkommen, jeder soll hin. Kuba braucht das, ja. In Venezuela ist Dash schon relativ weit vorbei, wir haben Dash in Kuba noch nicht so. Das wollen wir auch machen. Und das wollen wir uns natürlich dann auch irgendwie finanzieren lassen, dass wir Geld an den Antrag stellen und sagen, hallo Leute, stimmt mal über ab, findet ihr das gut, da und auf oder runter. Und wenn eine bestimmte qualifizierte Mehrheit Ja sagt, dann wird das Geld freigegeben. Und das ist eigentlich ein sehr cleveres Verfahren. Wir haben das schon einmal erfolgreich gemacht für so eine Videoserie, die dann aus diesem Dash-Fundus, Fonds, quasi bezahlt wird. Ein sehr cleveres System, dadurch müssen Leute sich nicht selbst ausbeuten oder irgendwie sponsoren, sondern es wird direkt aus diesem sogenannten Dash-DAO, auch ein lustiges Wort, DAO, Decentralized Autonomous Organization, sollte man sich auch merken, das Wort, daraus finanziert. Also das macht, hat glaube ich Dash weit etwas eingeführt, aber es gibt einige, die das auch schon machen. Ich glaube, bei Zencash ist es so, was einige dieses Verfahren mit diesem Fonds, wo man abgestimmt wird, auch nutzen. Ein anderes ganz lustiges Ding, und das wird ja tatsächlich gerne im Darknet benutzt, weil Monero ist wirklich komplett anonym. Also im Unterschied zu Bitcoin, was so pseudonym ist, aber alle Transaktionen sind öffentlich einsichtig, das war bei Monero nicht der Fall. Also das erfreut sich jetzt gerade großer Beliebtheit auf dem wirklich freien Markt. Monero ist Esperanto und heißt Mist, das ist ganz lustig. Und die Wallet heißt dann ohne Rubio. Und plötzlich ist da, hatte ich mal so eine Esperanto-Pop-Band, plötzlich treffe ich das in der Welt wieder, finde ich auch sehr amüsant. Anderes Verfahren zur Privatschutzung, zur Sicherung der Privatsphäre ist das Zcash. Die nutzen sogenannten Zero Knowledge Proofs, da weiß ich viel mehr darüber als ein kryptografisches Verfahren, wo man dann irgendwie, man kann dann nachweisen, dass man das Recht an dieser Transaktion, das ist ja ganz real und legal ist, aber es steht dann wieder drin, man muss sich nicht
aufdecken, fiel man, überwiesen nach Armeen, man weiß nur, dass man das Recht hat. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es klingt sehr faszinierend. Also ein bisschen topografische Fragen. Und das ist jetzt eben noch viel anonymer, noch viel sicherer als diese beiden erwähnten Verfahren. Und ich kann eben auch alternativ sagen, wenn ich das aufdecke, dann kann ich das auch. Ich habe die Option aus Armeen, okay, jetzt kannst du hier gerne mal reinschauen, also mit dem Geschäftspartner und so. Staatliche Gewalt wird das nicht so freiwillig machen, aber jetzt, wenn man jetzt wirklich nachweisen will, dass man das Geld wirklich überwiesen hat, kann man das auch freigeben. Ja? Das ist ganz interessant bei Zcash. Also ich persönlich bin ein großer Freund von diesen Points, die die Privatsphäre schützen. Ja? Also Dash, Monero, Zcash gehören dazu. Wie gesagt, keine Investitionsempfehlung, aber ich finde es immer eine gute Sache. Ich finde es wichtig, denn das ist so eine grundsätzliche Einstellung. Wenn Sie das jetzt ausschließlich machen wollen, weil Sie dann Geld verdienen wollen, ist völlig okay, finde ich legitim, habe ich gar nichts dagegen. Aber also meine Haltung ist es nicht. Ja? Also ich bin dabei, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir damit wirklich die Welt verbessern können, dass wir wirklich die Freiheit erhöhen können, dass wir die Freiheit des Individuums damit schützen können, gegen staatliche Willkür, auch gegen Finanzkrisen. Und wenn man diese Einstellung hat, wenn man langfristig denkt, also wir wollen, dass sich das langfristig durchsetzt, dann ist einem so ein Kurs einfach auch relativ egal. Also es ist auch gut für die Nerven, wenn man eher so auf diesen da. Und tatsächlich alle Leute, die so in dieser Welt bewegen, die da was machen, denen ist der Preis relativ egal. Die haben wahrscheinlich auch eh früh investiert und ob es jetzt bei 10.000 oder 20.000 oder 30.000 ist, das ist auch nicht mehr der Unterschied. Wenn es dann mal auf 5.000 wieder runtercrasht, dann ist es also. Es sind eher die Späteinstellungen so auf diese Werbung, ah, wird schnell reich, die werden dann plötzlich nervös, aber um die geht es doch. Also wenn Sie da jetzt Interesse daran haben, dann würde ich Ihnen schon tatsächlich empfehlen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Haben Sie ja alle schon. So, so Österreich muss man nicht erklären, was ein Geldsystem schlecht ist. Den meisten Leuten muss man das erklären, Ihnen nicht. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber warum denn jetzt doch vielleicht nicht nur Gold und Landwirtschaft und was investieren, sondern vielleicht sogar, dass ich mal Krypto ein bisschen näher angucke, das hat ja vor allem damit zu tun. Der Schutz der eigenen Freiheit, Schutz der Privatsphäre, deswegen finde ich diese Coins interessant. Ob die sich durchsetzen und damit am meisten Gewinn machen kann, weiß ich nicht, ist mir auch egal. So ein anderes, wirklich jetzt ganz anderes Ding, ist auch wichtig, das zu unterscheiden. So wird das gerne gesagt, Ethereum, der neue Bitcoin-Konkurrent. Das ist Quatsch, völliger Quatsch. Sind beide in die gleiche Liste, sind halt die beiden Coins mit der größten Marktkapitalisierung, aber sie haben völlig unterschiedliche Aufgaben. Bitcoin, da geht es darum, digitales Bargeld abzulegen. Zahlungssystem, Bargeld, das ist die Aufgabe. Ethereum hat eine komplett andere Funktion, baut schon gewissermaßen auf die Idee von Bitcoin auf, denn bei Bitcoin-Transaktionen kann man eine kleine Menge Computercode unterbringen. Das ist programmierbares Geld, das macht es auch so interessant. Da kann zum Beispiel diese Überweisung soll am 30.06. stattfinden. Das kann man da reinschreiben. Oder man kann reinschreiben, diese Überweisung darf erst dann stattfinden, wenn zwei von drei Inhabern des privaten Schlüssels sie abzeichnen. So ein bisschen, wie man es kennt von Unternehmen mit zwei Geschäftsführern, beide müssen unterscheiden, damit der Vertrag gültig ist. Das kann man bei Bitcoin einprogrammieren in jede einzelne Transaktion. Das ist genial. Das ist eine der großen Innovationen von Bitcoin. Das ist aber bewusst von Satoshi Nakamoto sehr, sehr reduziert gehalten. Es gibt so einige wenige Befehle, die können damit nicht alles machen. Und das hat Vitalik Buterin, so, der sieht so aus, wie sich Hollywood so einen Nerd vorstellen würde. Ja, so, hat, glaube ich, mit Bitcoin angefangen mit 17 oder sowas. Wieder gemacht und fand das toll mit dem programmierbaren Geld. Er sagt, hey, man könnte doch auch sowas bauen, Blockchain-basiert, Krypto-basiert, aber dass man da alles mitmachen kann. Also im Grunde so eine Art Supercomputer. Also ich kann wirklich Programme, sehr komplette Programme, Computerprogramme, komplett darüber. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich finde auch jetzt eben so ein Ding, also das ist eine so große, so wahnwitzige Vision, das ist schon, deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob ich das. Im Moment wird es eigentlich hauptsächlich für eins verwendet, nämlich diese sogenannten Tokens auf der Ethereum-Blockchain abzubilden, durch die sogenannten Smart Contracts, so smart sind die gar nicht. Das ist im Grunde einfach ein bisschen Programmcode, der dafür sorgt, dass so eine Art von legalem Verhältnis automatisierbar wird. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt eine Cola kaufe im Geldautomaten, dann ist es ja ein Vertragsverhältnis. Dann habe ich ja mit dem Unternehmen dieses Automaten habe ich ja auch eine Art von Vertrag. Ich gebe ihm mein Geld, ich kriege die Ware und das ist ja rein juristisch tatsächlich ein Kontrakt. Obwohl ich mir darüber nicht bewusst bin, ist natürlich automatisch, ich stecke mein Geld ein,
Dose fällt aus, ich habe eine Cola, ich bin der neue Eigentümer der Cola. Ein juristisch ganz interessantes Ding. Und so auf ungefähr auf dem Niveau, vielleicht ein bisschen höher, sind halt die Smart Contracts. Was man automatisieren kann, wird automatisiert. Also zum Beispiel gern genommenes Beispiel. Ich habe so ein Leasingfahrzeug, habe meine Rate nicht bezahlt, das Fahrzeug ist intelligent genug, ich bin Internet of Things, check mal, hey, hat der Typ eigentlich seine Rate bezahlt, nee, hat er nicht, dann springe ich nicht an. Also ich muss das Leasingunternehmen nicht verklagen und mein Geld hinterher, das geht alles automatisierbar. Automatisiert. Das ist die Idee von den Smart Contracts, so mal ganz vereinfacht gesehen. Und was halt damit auch gemacht wird, das sind eben diese sogenannten Tokens. Also da gibt es jetzt auch einen Standard, den ERC20-Token, das werden Sie bestimmt schon mal gehört haben, wenn Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Die sind wirklich ein bisschen was anderes als echte eigene Coins. Das ist einfach ein Standard, wie man, damit habe ich ein bisschen Zeit, oder muss ich mich kurz fassen? Ja, ich brauche schon fast am Ende. Es wird dann immer gerne genannt, Initial Coin Offering, ICO, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Das ist ja der große Hype gewesen jetzt, ja. Das sind ja fast so ein bisschen wie der Dotcom-Boom der Ende der 90er, nicht der ICO. Ist ja auch extra so genannt ICO, reimt sich auf IPO, nicht Initial Public Offering. Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Verfahren für eine junge Start-up, sich zu finanzieren. Da gab es die irrwitzigsten Geschichten, dass halt irgendwie eine Firma mit, da hat man eine Idee, nicht mal ein fertiges Produkt oder Kunden, geschweige denn Einnahmen, im Ganzen haben da mal eben 100 Millionen, 200 Millionen Dollar eingesammelt und so, wie geht das denn, ohne dass sie damit irgendeine Verpflichtung haben. Theoretisch können sie sich für das Geld irgendwie ganz viele Lamborghinis kaufen und zum Mond fliegen und tschüss. So, ne? Die Investoren haben eigentlich nichts in der Hand. Deswegen, ich persönlich sehe dieses Thema Initial Coin Offering eher kritisch. Ist natürlich, hat sich in letzter Zeit als Investment-Vehikel sehr populär geworden und tatsächlich haben auch viele Leute viel Geld dafür. Nicht nur die Leute, die es eingesammelt haben, sondern wenn ich da so einen neuen Token für, ich weiß nicht, 5 Cent kriege und dann steigt mir plötzlich auf 5 Dollar, ja, nicht schlecht. Und dadurch, dass jetzt tatsächlich viele Leute das Geld auch relativ locker setzt. Die haben vielleicht mit Bitcoin irgendwie Profite von, was ich, 1000% gemacht und wenn die dann mal 1000 Dollar nochmal in so einen Coin stecken und wenn sie das Geld dann verlieren, ja, ist das auch nicht viel. Das sind ja im Moment auch noch nicht so die Hausfrauen und Taxifahrer, die das machen, sondern schon eher so die Crypto-Nerds. Ändert sich natürlich auch gerade und auch diese ganze Welt, diese ICOs, die wird gerade, steigt natürlich ihre Regulatoren jetzt ein, weil es auch tatsächlich so ein bisschen aussieht wie Nazi. Ja? Deswegen, jetzt die Rechtsanwälte sagen auch, nee, jetzt auf keinen Fall ICO oder IPO, dann kommt gleich die SEC oder die BaFin. Tu so, als würde man diesen Token wirklich irgendwie benutzen. Ja? Tu so, als hätte er eine Funktion. Aber, also, schwieriges Thema für mich, diesen ICOs. Es gibt jetzt, genau, vielleicht noch mal ein bisschen eine Begriffsklärung, weil es einfach so durcheinander geht. Also, ich definiere für mich so ein Coin, also etwas, was wirklich eine eigene Blockchain hat, also wirklich eine komplette Software, eigene Umgebung, eigenes Ökosystem. Und da gibt es diese sogenannten Tokens, Jetons oder Chips, vielleicht im Deutschen, die auch einen Wert repräsentieren, die aber dafür eine Blockchain-Nutzen schon gibt. Das ist in den allermeisten Fällen die Ethereum-Blockchain, aber da kommen jetzt auch Konkurrenten. Also das passiert ständig was Neues. Da gibt es zum Beispiel die Rootstock-Lösung, es gibt EOS, wo das mal gehört haben. Also in dieser Welt der ICOs und Token, da wird sich noch wahnsinnig verändern. Ich glaube, da sind wir auch total am Anfang. Das ist sehr absurd und unübersichtlich. Da kann man jetzt rein investieren, aber das ist so, da muss man wirklich, das ist sich schon sehr gedanken. Im Grunde genommen so, wie man sich nachts. Also, ich finde es nach wie vor spannend. Es ist einfach eine neue Art und Weise der Finanzierung, die auch demokratischer und zugänglicher ist. Das ist der Vorteil. Aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen an der Kontrolle. Deswegen hat zum Beispiel der schon erwähnte Vitalik Buterin vorgeschlagen, dass man die ICOs, muss ich auch hören? Ich glaube, es ist auch mein letzter Schaden. Vorgeschlagen, dass man das absichert. Ja? Dass man das, was bei Dash ist, dieses dezentralisierte Abstimmungsverfahren, auch bei den ICOs macht. Also dass alle, die dann so einen Token besitzen, dann auch Mitspracherecht an der Firma haben, also die aktionieren. Nur eben nicht durch den Staat gesichert, sondern durch die zentralisierte Technik. Ja, jetzt die Frage, soll ich in Krypto investieren, ja oder nein? Wie schon, kann ich dann auch nicht empfehlen oder nicht empfehlen? Also ich persönlich finde das auch spannend. Man muss wirklich eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Man muss auch davon ausgehen, da kann man auch mal wirklich viel Geld verlieren. Viel Chance und viel Risiko. Und wie schon gesagt, meine Haltung ist eher die
Will ich die Welt verbessern? Will ich da wirklich an der Entwicklung teilnehmen? Ja oder nein? Dann sitzt sie natürlich mit Krypto dabei. Wenn sie wirklich einfach auf Sicherheit gehen und so, dann nimmt sie lieber Gold oder Silber, weiß ich sogar, oder Franzi Claudio. Aber es gehört, glaube ich, eine gewisse Portion Mut und Risikobereitschaft und auch der Wille, wirklich etwas für die Freiheit zu tun. Also, und dann wäre meine Antwort schon ja. Wenn Sie mehr wissen wollen, das ist ein Buch, dann gibt es dann so praktische Tipps, ja, wie ich das absichere und so weiter. Dankeschön.